Kryptowährungen, eine neue Besteuerung, jetzt doch nicht mehr steuerfrei. Das Jahr 2020 hat für den einen oder anderen gut bzw. schlecht begonnen. Gelaufen ist es auch für den einen oder anderen gut oder schlecht. Für die Kryptoinvestoren, auch da gibt es positive und negative Nachrichten. Natürlich zum einen die Besteuerung, da hat sich etwas geändert. Aber zum anderen, zum Zeitpunkt des Drehs dieses Videos, ist der Bitcoin wieder stabil über 15.000 US-Dollar. Was sich steuerlich geändert hat, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. In Zukunft keinerlei Steuern mehr zu viel zahlen, dann solltest du auf jeden Fall in die Steuern mit Kopf Community auf Facebook kommen und natürlich auch nicht vergessen, diesen YouTube-Channel zu abonnieren, denn wie gesagt, als könnte man sagen, Spezialist für Kryptowährungen in der Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, werde ich dich immer mit ganz einfach Steuern-News versorgen, wenn es was Neues gibt. Das Thema Kryptowährungen ist ja seit 2017 sowas wirklich erst richtig im Kommen. Als dann der Bitcoin das erste Mal die 20.000 US-Dollar überschritten hat, also pro Bitcoin dieser Wert, also echt eine Hammermarke, da war das Thema bei allen im Munde und auf einmal war natürlich die große Frage, wie soll man jetzt mit den Steuern wirklich umgehen? Seit mittlerweile Anfang 2015, 2016 befasse ich mich in der Kanzlei sehr stark mit Kryptowährungen. Seit 2017 bin ich selbst sehr stark, also Anfang 2017, noch vor dem großen Bullrun, bin ich sehr stark in Kryptowährungen auch investiert. Und da war es ja bisher immer so, dass Kryptowährungen nach einem Jahr steuerfrei veräußert werden können. Innerhalb eines Jahres musstest du deinen persönlichen Steuersatz drauf zahlen, 0 bis 45%, und so war das bisher. Bevor wir jetzt zu den Steuern-News kommen, welche Währungen hast du im Bestand? Lass es uns mal unten in den Kommentaren wissen. Was ist eine Währung, wo du sagst, okay, das ist the next big thing? Ab damit unten in die Kommentare. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was hat sich aber geändert? Es gab Anfang des Jahres, im März 2020, eine neue Einstufung der BaFin. Das ist die Aufsicht für Finanzangelegenheiten, die hier in Deutschland, sage ich mal, das Sagen hat. Bisher war es ja so, was ich auch in älteren Videos schon gesagt habe, da kann man sich das so vorstellen, du bist zum Finanzamt hingegangen oder auch bei der BaFin und hast gesagt, Blockchain, dann haben die gesagt, Rechnungseinheit. So war es zumindest bisher. Da war alles, was an Kryptowährungen war, war im Großen und Ganzen unter ganz einfach Blockchain, sage ich mal, oder Bitcoin zu subsumieren, wie man schon so schön sagt. Und da wurde keine Unterscheidung zwischen einzelnen Kryptoassets gemacht. In meinen Vorträgen zur Besteuerung von Kryptowährungen habe ich aber schon immer gesagt, man sollte wirklich vorsichtig sein, denn es ist ja schon so, dass hier eventuelle Änderungen ganz einfach irgendwann der Fall sein könnten. Und in dem Zusammenhang war es auch so, die BaFin hat jetzt ihre, Einstufung etwas präzisiert und das Ganze einfach aufgeteilt. Und zwar die Aufteilung erfolgt hier im Bereich der Kryptowährung, also die weiterhin sogar reine Rechnungseinheiten darstellen, und auf der anderen Seite die Security Tokens. Also die hier, die Wertpapier ähnlich sind. Das hat grundsätzlich erstmal keine Auswirkung auf die Steuern. So zumindest erstmal jetzt hier, diese Differenzierung macht erstmal hier keinen Unterschied. Das zumindest im ersten Schritt. Aber, denn bisher hat das BMF noch keine Stellungnahme dazu genommen, ob man jetzt auch hier im Bereich der Besteuerung von Kryptowährungen, also den immateriellen Wirtschaftsgütern, dazu übergeht, es als Finanzinstrument zu klassifizieren. Grundsätzlich ist es hier natürlich fraglich, ob das BMF hier überhaupt was sagen muss, denn aktuell ist es dann so, Kryptowährungen werden weiterhin so besteuert, wie sie besteuert worden sind. Also nach einem Jahr steuerfrei, innerhalb eines Jahres 0 bis 45%, mit der Gefahr, vor der ich ja immer warne, ganz einfach auch, hier die potenzielle gewerbliche Infizierung des Kryptowährungsbestandes und natürlich dann in dem Zusammenhang die Security Tokens, die dann davon abzuspalten sind.
Bevor wir aber jetzt zu den Folgen kommen, die das dann auf Security Tokens hat, hast du schon hier diesen YouTube-Channel abonniert? Wenn noch nicht, dann lass ein Abo da, unterstütze uns ganz einfach damit, dass wir weiterhin Videos für dich produzieren können und natürlich auch liken, teilen und weitersagen. Teil das Video in den Communities, damit auch jeder weiß, was für Folgen auf ihn zukommen. Die Folgen sind für Kryptowährungen damit grundsätzlich nicht vorhanden. Das Problem, was in dem Zusammenhang aber besteht, sind die Security Tokens. Mit mehreren Experten aus der Kryptobranche Deutschland habe ich mich darüber jetzt ein paar Wochen ausgetauscht und wir sind alle zu einem Ergebnis gekommen. Das Ergebnis ist im Großen und Ganzen, Security Tokens unterliegen nach der aktuellen Einschätzung nicht mehr den privaten Veräußerungsgeschäften. Denn es ist davon auszugehen, dass auch das BMF hierzu bald Stellung nehmen wird und dementsprechend dann auch hier die privaten Veräußerungsgeschäfte nicht mehr, sage ich mal, mit den Security Tokens vorzunehmen sind. Denn in § 20 des ESTG ist auch die Veräußerung von Finanzinstrumenten und auch sonstige Erträge aus Finanzinstrumenten sind dort klassifiziert. Für Security Tokens hat das dann die Folge, dass die Steuerfreiheit nach einem Jahr wegfällt. Das heißt, du hast bei Security Tokens Stand jetzt immer eine Steuerpflicht, egal ob innerhalb eines Jahres oder nach einem Jahr versteuert. Der Steuersatz ist hier die Kapitalertragssteuer von bis zu 25%, die du dann plus Soli plus Kirchensteuer dann mit der Steuererklärung abführen musst. Bedeutet, wenn du Security Tokens veräußerst, musst du auch in dem Zusammenhang eine Steuererklärung abgeben, egal, weil diese Freigrenze von privaten Veräußerungsgeschäften greift auch nicht mehr und bei ausländischen Kapitalerträgen hast du grundsätzlich immer eine Steuererklärungspflicht. Damit lässt sich abschließend festhalten, dass hier wirklich die Besteuerung von Kryptowährungen, also denen, die rein zur Zahlung verwendet werden soll, gleich bleibt. Diese sind weiterhin Rechnungseinheiten, aber allem, was irgendwie wertpapierähnlich ist, wird es definitiv auf die Security Tokens hinauslaufen, dementsprechend auch die Kapitalertragssteuer. Alle Quellen zu diesem Video findest du übrigens unten in der Infobox und natürlich, wie gesagt, zum Abschluss, wenn du Fragen hast, ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.